Hallo Leute, weiter geht's bei Doom. Ich begrüße euch im Arsenal-Bildschirm. Und mir ist gerade aufgefallen, da unten getötete Gegner. 331 mit dieser Waffe, ja. Gehen wir mal so ein bisschen durch. 7, 81, 49, 158, 123, 124, 23. Ich glaube, man sieht wirklich, welche Waffe ich bevorzuge, ja. Aber wir haben jetzt hier wieder 11 Punkte, die ich verteilen könnte. Und ja, ich könnte natürlich auch andere Mods hier noch verbessern, aber hier das Fernrohr habe ich einfach nur so gekauft, weil... Wow, abgefeuerte Kugeln durchdringen beim Zoomen ihre Ziele, das wäre natürlich auch geil. Aber ich werde auf die Mikroraketen nicht wechseln. Hier kann ich nichts mehr aufboosten quasi. Hier auch nicht, die aufgeladene Salve wird auch nett, aber... Ja, ich habe mich jetzt mit dem Explosionsschuss angefreundet, deswegen vermute ich eher nichts. Hier könnte ich den Drehmoment verbessern. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Oder was haben wir sonst noch? Hier bin ich auch voll. Hitzestoß werde ich vermutlich eh nicht einsetzen. Das Plasmagewehr ist für mich mehr so das Standardteil, wenn ich gerade keine andere Munition habe. Hier mit dem arbeite ich halt quasi auch nicht, aber... Was? Ah doch, das ist Gauss-Gewehr. Ach so, oh fuck. Beweg dich mit voller Geschwindigkeit, wenn du hineingezoomt hast. Das verwende ich halt eben auch nie, ne? Hier, Raketenwerf kann ich nicht verbessern. Ich möchte jedes Leichtgewicht noch verbessern. Einfach nur so, weil ich es kann. Beweg dich mit voller Geschwindigkeit bei Nutzung von aufgeladenen Energieschuss. Ja, ja, komm, gib her. So. Ja gut, jetzt habe ich noch 6, das kann ich dann doch hier reinpacken. So. Und dann habe ich noch 2 Punkte beim Prätorenanzug, habe ich schon lange nichts mehr gemacht. Wir haben hier Kompass posiert, wenn sich versteckte Bereiche in der Nähe befinden, das ist nett. Wobei, das Spiel dauert vermutlich nicht mehr lange, deswegen... Hier Verstärker, Effektivität, habe ich noch nie gemacht. Und hier, du greifst schon nach Vorsprüngen, ich habe aber nur 2 Punkte. Naja, nehmen wir das hier. Spürsinn für Geheimnisse. Vielleicht bringt mir das ja noch irgendwie was. So, aber nun machen wir endlich weiter. Das Gebiet sieht relativ übersichtlich aus. Davon ist schon das Ziel. Ja, beschaffe den Schmelztiegel aus seinem Grab. Na gut, na gut, na gut. Alles mitnehmen, was ich kriegen kann. Und es geht noch weiter runter. Fragezeichen. Was? Ist das so? Karte? Ja, es geht einfach nur noch viel weiter runter. Na gut. Wow, wow. Oh, was? Doch nicht auf so einem Gebiet hier, Moment. Ich darf doch hier nicht mal wirklich gut verschnaufen. Oder ich kann nicht mal wirklich ausweichen, sagen wir so. Nee, verpiss dich. So, meine Güte. Ich will mir hier nicht gefallen, wenn solche Viecher ankommen. Ich muss mich hier gut bewegen können. Sind noch mehr da? Ich hoffe... Moment, was? Die Karte zeigt mir was an, aber ich habe Angst vor Gegnern. Oh, da unten. Komme ich da ran? Ja! Hat jetzt der Kompass vibriert? Ich habe nicht mal darauf geachtet. Jetzt komme ich hoffentlich wieder da hoch, ne? Vorsichtig sein. Blaugrüner Typ, Kettensägenmodell habe ich gefunden. Danke. Okay. Oh, 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 oh. Ich hab's gesehen. Moment. Hierfür ist jetzt, glaube ich, das Ding geil, ne? Die Chain Gun. Einfach da. Oh, fuck. Mach kaum Damage. Ich sterb gleich. Ja. Ich habe Angst, mich zu sehr zu bewegen. Das war mein Problem gerade. Ich hätte wirklich zu dem Vieh hinspringen müssen. Ist ja gut. Bin schon lange nicht mehr gestorben. Aha. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Das könnt ihr mir bestimmt sagen, wenn ihr aufmerksam geguckt habt. Okay, wir wissen jetzt. Moment, das Ding da hinten habe ich aktiviert, nehme ich an. Karte. Ja, habe ich aktiviert. Das Figürchen habe ich auch schon, das ist gut. Okay, direkt. Hallo, steh bitte auf. Direkt diese Fuckviecher vom Himmel holen.
doch noch einer. So, immer ein bisschen gut ausweichen. Beim Zielen sind die Viecher eigentlich nicht so gut, oder? So, und dann... Ich nehme die Superschrot. Ja, ich musste mich hier zuerst ein bisschen umsehen. Das hat mich ein bisschen irritiert. Aber ich werde jetzt direkt darüber gehen. Ja, da drin wartet der auch schon. Was ist das? Eigentlich kann der ja nichts aus der Entfernung und seinem engen Gang. Und... verdammt nochmal. Ja, jetzt bin ich gleich wieder tot. Ja, als ob du mich nochmal verarschen könntest hier. So klug war jetzt das nicht. Ich hätte ihn doch... Oh. Beinahe nicht gesehen. Ich hätte noch Glory killen müssen für mehr Zeugs halt, ne? Ist aber nicht so wichtig. So, gib mir wieder das hier. Blick auf die Karte. Wo ist die da? Okay, weiter, weiter. Ins Verderben, könnte man sagen. Karte, halt noch gut. Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich kann hier überall runterfallen und das wieder kotzt. Oh nein, ich kann mich hier kaum bewegen, kann das sein? Oh, sieh mal einer an. Gib mir was. Mir fehlt nicht mal mehr viel. Hier, die mobile Lafette, aber wie gesagt, diese Waffe, die... Nee, ich kann mit der nicht umgehen. Belagerungsmodus. Mächtigen Strahl aufzuladen, der Ziel durchdringt. Bewegung ist aber nicht möglich. Gib mir einfach mal das. Wenn ich daran denke, kann ich das mal austesten, aber ich werde es eh vergessen. Wir haben es jetzt bereits drauf, ne? Präzisionsbolzen. Ah, jetzt... Ah, ich wollte das kurz lesen. Ihr Belagerungsmodus. Strahl verfügt jetzt über einen verheerenden Trefferbereich. Bla bla bla. Wo weiß ich jetzt, was drauf ist? Ach so, da. Jetzt ist der Präzisionsbolzen drauf. Jetzt ist der Belagerungsmodus drauf. Okay. Vielleicht werde ich mal daran denken, das zu verwenden. Dann Karte. Okay. Da hoch bisher. Hier zum Glück nicht so viel. Hier nochmal Ressourcen. Er darf den Schmelztiegel nicht erreichen. Oh Gott, dieser Chef. What the fuck? Da werde ich doch wieder schön begrüßt hier. Warum flieht das hier gerade von mir? Da ist ganz viel Action. Töten die sich gegenseitig? Ich helfe einfach mal. Verpiss dich. Kleines Fuckviech. Die töten sich gegenseitig, ich meine. Warum sollte ich da was dagegen haben? Und das Fuckviech überlebt natürlich. Hey, Arschloch. Piss dich mal. Was machst du hier? Das war ultra cool, die haben sich quasi gegenseitig vernichtet. Ich meine, das sind Dämonen. Was erwarten die jetzt? Die familiär miteinander umgehen und so? Was tötet mich da gerade? Ja, da oben, leck mich. Du bist auch noch so ein Creep. Wow. Da stand gerade einer. Ich will nochmal da runter. Die ganzen Ressourcen da. Ja, der Typ da. Was willst du eigentlich? Du stehst hier nur im Weg. Wir haben sich alle gegenseitig gekillt. Nein. Oh nein, hinter mir ist einer. Ich hab's gesehen. Hinter Glory killen. Schnell. Dann sich verpissen. Nicht runterfallen. Nicht in die Mangel genommen werden. Umdrehen und Feuer. Granate am besten noch. Waffe wechseln. Plasmagewehr. Hey, Arschloch. Willst du nicht sterben? Die anderen beiden. Ah, die haben zu spät. Ja, ich konnte keinen Glory Kill machen. Ist egal. Komm schon, stirb. Oh nein. Komm, das ist ein Fuckviech hier. Gib mir Raketenwerfer. Gib ihn mir. Was zum... Hau mal ab. Hau mal ab. Hau mal ab. Oh, da oben. Schön, da habt ihr das gesehen. Was zur Hölle. Angst. Ja, da ist dieser Idiot. Ich bin weg. Ich habe auch nichts, was ich ihn
Oh, das sind zwei. Das sind zwei. Oh, da sehe ich aber was. Gib mir das da. Wo ist er da? Nein! Oh, ich bin in seine Suppe reingelaufen. Ich hätte den jetzt direkt umbringen wollen mit meiner BFG. Verflucht! Verflucht! Meine Energie ging wirklich schnell zur Neige. Da war jetzt wieder einiges los. Ich sollte mich wirklich irgendwie ein bisschen mehr zurückziehen. So, ist alles kaputt, ja. Ich sollte mich wirklich ein bisschen mehr zurückziehen, glaube ich. Ich muss mir den Raum mal ansehen. Ich darf den Schmelztiegel nicht erreichen. Ja, ja. Moment, wir warten jetzt hier. Ich gehe jetzt einfach mal da. Du gehst mir aus dem Weg. Sonst verrätst du mich noch. Das da. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Lass die einfach machen. Nehmt das mit, ja. Das ist schon mal etwas. Nehmt hier alles mit, was ich kriegen kann. Da ist noch Hast. Ist auch besser als gar nichts. Dann hier, hier, hier. Da geht es dann vermutlich weiter. Die Hast lasse ich mal noch da. Tötet sich wirklich gegenseitig. Oh, nicht in die Hast reinlaufen. Soll ich vielleicht jetzt einmischen gehen? Aus der Ferne? Ja, würde ich sagen. Na? Mein Freund? Na, shit. Oh, nein! So, den töten. Dann wieder flüchten. Moment, gib mir... Oh, da oben sind noch mehr von diesen Idioten. Kackdämon da, der geht mir auf den Sack. Die müssen schnell weg, sobald ich den getötet habe. Im Idealfall mit dem Raketenwerfer. Dieser Idiot da hinten. So. Mein Gott. Ich hab kaum mehr wieder Energie oder irgendwas. So, irgendwo wird jetzt gleich so ein Biotyp. Willst du mich verarschen? Ja. Wow! Du hast aber Mut hier, mein Freund. Das muss ich dir lassen. Kommt der nächste an? Ja, mein Gott, was ist denn hier los? Moment. Raketenwerfer. Raketenwerfer. Alle Feste draufhauen hier. Was zur Hölle, ist eindeutig zu viel los. Ich sag, ich brauche die Glory Kills. Ich habe die Glory Kills wieder vermasst. Oh nein! Noch mehr von euch. Fuck, Viechern. Fuck, Viechern! Moment, mir reicht's. Du musst weg. So. Das war wichtig. Da ist noch ein zweiter da. Ja, da ist er. Dafür benutze ich doch mein Gauss-Gewehr. Und Feuer! Ich konnte es nicht wirklich richtig nutzen. Oder doch? Ja, der hat extrem viel Damage gefressen scheinbar. Was denn? Oh, das war's scheinbar. Das Tor da geht auf. Sorry, da war ich jetzt vielleicht ein bisschen kurz, ein bisschen nervös. Weil, es war jetzt nicht ohne. Ja, wenn ich so einen Rückzugspunkt habe, dann ist das schon nicht schlecht. Ich hätte auch direkt hier hochspringen können, das wäre cool gewesen. So, ich brauche das aber alles nicht hier. Nein. Gesundheitlich stehe ich wieder relativ gut da, munitionstechnisch auch. Okay. Das war ein kleiner Rückschlag für mich, aber damit konnte ich leben. Warum sind es da wieder solche Dinger? Oh, fucking. Aber nur eine, ne? Nur eine, ne? Sagen, hinter mir nichts passiert. Sag ich, alles gut. Oh, das war's schon. Hinter mir ist doch was, oder? Natürlich ist hinter mir was. Oh, fuck. Natürlich ist hinter mir was. Als ob hinter mir nichts wäre. Ins Bein schießt nicht so viel, glaube ich.
Das war gut. Oh, das war fantastisch. Ist auch hinter mir. Oh ja, nö, ist klar. Weißt du was? Fick dich. Das Spiel ist ab 18, ich darf das sagen. Oh, was ist... Oh, noch so ein Fuckviech. Zwei. Ja, weißt du, was du nicht kannst? Oh, was nehme ich denn diese Waffe? Bin ich denn bescheuert? Der eine ist tot, oder? Der andere bestimmt auch gleich. Ja. Oh, jetzt kommen nochmal alle Gegner hier, die es gibt, oder wie? Ja. Mann, du bist die größte Bedrohung hier. Ja, hallo? Ich würde gerne mal ein bisschen hier... Moment, den töten. Glory Kill, mitnehmen. Oh Gott. Das ist alles hier nicht so übersichtlich. Was denn? Boom! Boom! Tot, tot, tot. Ist hier noch wer? Wow! fucking! Was ist hier los, ey? Da unten ist ein roter Punkt, der irritiert mich. Schild, Heilung, nehme ich alles. Ich sehe keine Dämonen von hier, nein. Oh, das hat geleuchtet, noch so ein Punkt. Bringt mir aber im Moment, glaube ich, nicht viel. Das sind Kämpfe, ey, auf kleinem Raum solche riesigen Viecher. Wo ist die Karte? Ah, die Hast habe ich jetzt natürlich nicht mitgenommen, aber interessiert mich eigentlich auch nicht so sehr, muss ich sagen. Links und rechts. Ich gehe nach links. Oh, natürlich. Es geht gleich weiter. Drüben ist wieder Hast. Hier unten ist irgendwie gar nichts. Oh, jetzt lass doch mal gut sein hier mit diesen Fuckviechern. Wie gesagt, die machen ultra viel Damage und deswegen möchte ich die gerne aus dem Weg haben. Raketenwerfer ist, glaube ich, am besten. So, wer will als nächstes? Ich könnte mich ja wieder zurückziehen, das ist gut. Ich könnte da rüber springen, nehme ich an. Aber... Hä? Wie ist das hier aufgebaut? Hä? Ich kann doch unmöglich hier rüber. Würde ich diesen Sprung schaffen? Ah ne, da war ich zuvor, da war ich zuvor. Das Hassteil da, ne? Ja, und da ist dieser Kopf wieder. Wow, die Viecher werden immer größer. Da vorne ist mein Ziel. Und ich wette, gleich ist hier wieder total die Action. Fuck, ich bleib dabei. Ich bleib dabei. Ich kann mich hier bestimmt ein bisschen zurückziehen. Gib mir das da alles. Das war so klar. So, ich werde mich mal ein bisschen zurückziehen hier. Ein bisschen zurückziehen, habe ich gesagt. Dann wechsle ich auf das da. Ich sage, gute Nacht, meine Freunde. So, der ist tot. Den mache ich auch aus der Entfernung platt, bevor dieser verfickte Höllenbaron ankommt. Und dann bist du eben der Nächste. Wobei... Nee. Für dich werde ich das hier verwenden. Ich sagte... Das da. Wow. Das da, sagte ich. Na? Oh, fuck. Warum stirbst du nicht? Okay, du bist tot. Sehr schön. Ja, ach Gott. Geh weg. Geh weg. Töten. Gott. Möchtest zurück in diese Arena da. Außer spawnt gleich wieder so eine Scheiße. Ja, da hinten spawnt wieder was Grünes. Das ist ja schön. Nee, tut's nicht. Was war denn das eben? So, und frisst das. So, das ging gerade noch mal gut. Das sei denn, jetzt kommt noch mehr. Na, es kommt nicht mehr. Na, also. Habe ich noch irgendwas verpasst irgendwo? Nee, ansonsten alles gut. Wow, ich kann mich hier komplett heilen. Kann mich hier komplett... Alter, willst du mich verarschen? Noch so ein Schuss hier. Wow. Okay, ich werde hier komplett... mit allem voll geheilt. Das war... Was sind das für Viecher hier?
Solche Würmer. Ihh, die hatten wir aber als Gegner nie, oder? Was mache ich jetzt? Gib mir ein Sturmgewehr. Ich habe Angst, dass wieder irgendwas Böses kommt, weil ich so komplett voll geheilt werde. Was ist denn das hier? Fiese Flashbacks oder so. Oh, oh, das... Ey, das Teil, das habe ich gebraucht. Was zum Fick ist das? Das ist nur eine Rüstung und da sitzt so ein Wurmvieh drin. Was? Ofa, ofa, ofa. Boss. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, das war guter Damage, glaube ich. Ich habe irgendwie seine Blase kaputt gemacht. Kann ich das nochmal machen? Ja, hat irgendwie nicht so gut funktioniert, aber... anvisieren und Feuer. Wie habe ich das gemacht zuvor? Feuer. Irgendwie habe ich seine Blase kaputt gemacht. Klappt jetzt aber nicht mehr. Mache ich ihm überhaupt noch Schaden? Nee, ich kann ihm so keinen Schaden machen, wenn er die Blase noch aktiv hat. Ja, ich muss ihn schon angreifen. Ja, ohne die Blase. Moment, jetzt! Moment, ich sammle hier mal alles auf, verdammt. Kann ich gar nicht, ich bin voll. Ah, das sieht doch gut aus. Aber das war es bestimmt noch nicht mit ihm, oder? Wow. Au! Ich hab verstanden. Ich hab verstanden. Erst angreifen, wenn dein Teil weg ist. Oh. Das war gut, oder? Ich habe kaum mehr Raketen, kann das sein? Immer schön in Bewegung bleiben, nehme ich an. Feuer! Bisschen Schaden habe ich gemacht, ja. Nein! Das ist dumm! Ah, wie kann ich dem ausweichen? Oh! Was machst du da? Scheiße! Ich glaube nicht, dass ich den beim ersten Versuch hinkriegen werde. Glaube ich halt nicht. Schieß doch! Okay, ich habe ihn auf jeden Fall wieder erfasst. Oh, was sind das für Feuer hier? Feuer. Na, oh, zu spät wieder. Oh, der kann ultra viel, kann das sein? Das ist keine Heilung. Moment, ich versuche was. Nein! Ich hab nicht getroffen. Ich hab nicht getroffen, ernsthaft. Okay, das sah doch jetzt so gut aus. Oh nein! Okay. Das wäre jetzt seltsam gewesen, wenn ich den beim ersten Mal gekillt hätte. Aber wie kann ich bei gewissen Dingen ausweichen? Ich muss irgendwie hinter ihm kommen oder so. Ja, und mit der BFG muss ich auch treffen, ansonsten, ja. Bin kein Experte, aber dann kann es ja nichts werden, ne? Nochmal. Das Vieh ist aber irgendwie cool. Ich glaube, mit dem Raketenwerfer zu beginnen, ist der bestimmt nicht verkehrt. Ich konnte eben irgendwann mal ultra cool stunnen irgendwie, als ich ein Schild kaputt gemacht habe oder so. Ah, ich muss ihn schon anvisieren. Da mache ich ihm ein bisschen Schaden. Ja, aber... Oh, bei sowas muss ich hinter ihm stehen irgendwie. Ja, komm her. So mache ich ihm wirklich gut Schaden. Glaube ich zumindest. Macht er jetzt da? Nein, ich muss weg. Oh! Wie kann ich dem Scheiß ausweichen? Brauche ich RNG-Glück, dass er das nicht macht, oder wie? Na? Oh! Immer mitten in die Fresse rein quasi. Lass die Scheiße! Das ging jetzt, glaube ich. Mann! Zielerfassung war nicht mehr das, was es mal war. Doch, irgendwie kann ich dem ausweichen. Irgendwie. Sehr schön. Doch, der geht eigentlich, glaube ich. Man muss sich ultra konzentrieren.
Ja, labern und gleichzeitig spielen. Da kann man sich konzentrieren, ne? Hat bisher funktioniert die Technik. Beim Raketenwerfer sehr gut, glaube ich. Ich habe aber kein Schild mehr. Aber ich habe noch meine BFG. Mit dem ich vielleicht ein bisschen Leben wieder gut machen kann. Kann ich mal die Munition einsammeln da drüben? Seht ihr? Oh, da habe ich jetzt viel Damage genommen, glaube ich. Viel unnötigen Damage. Das war auch unnötiger Damage. Was ist das für ein Fuck? Oh nein, jetzt kommt das Feuer hier wieder. Nein! Oh. Wieso kann ich ihn nicht treffen, oder? Jetzt aber. Ja, so habe ich getroffen. Immer warten, bis der Fuckschild weg ist. Dann Feuer. Oh, das war gut. Das war wirklich gut. Ah, wenn er gestunt ist, muss ich mit der BFG reinhauen, glaube ich. Um möglichst viel Damage zu machen. Feuer? Verzeihung? Mach ihn jetzt einfach so mit dem Raketenwerfer platt. Sieht für mich gerade so aus, oder? Oh nein, das Feuer. Welche Richtung? Die Richtung, gut. Okay, reinballern. Dann wächst mir die Waffe. Sobald das Schild weg ist, sag gute Nacht, mein Freund. Der ist noch nicht tot. Ich habe noch zwei Schüsse mit dem Raketenwerfer. Na schön. Das kriegen wir aber hin. Ich habe noch gut Energie. Wow. Verdammtes. Hallo? Nicht, dass du jetzt unfair wärst hier. Noch diese Scheiße da machst. So. Sag gute Nacht. Komm raus, du Fuckwurm. Bist du tot? Denke, du bist tot. Ja. Moment. Kann. Was? Nee. Nee. Was? Nee. Was? Was? Nein. Was? Nein. Nee, das willst du mich verarschen? Was? Moment. Was soll ich denn jetzt machen, bitte? Gaussgewehr. Ich meine, sie haben keine Dingens hier, ne? Oh, oh, ich, was? Ja, wie soll ich denn jetzt gegen zwei von diesen Ultraviechern ankommen? Ich meine, ich kann sie stunnen und dann mache ich ultra viel Damage, aber ich kann doch nicht auf beide Acht geben. Gott, ist das ultra heftig. Was macht er jetzt da drüben? Ich meine, sie halten gut still, aber... Was macht der andere da drüben? Tötet euch bitte gegenseitig. Gott, bin ich angespannt gerade. Lass jetzt die... Fuck, ich muss treffen. Lass die Scheiße jetzt mal. Gut, gut, gut. Kann bitte einer tot gehen? Bitte? Greif jetzt mal immer denselben an. War es der? Wenn ich mit dieser Waffe ausgeschossen bin, hab ich ein Problem, glaube ich. Stirb doch bitte mal! Bist du tot? Nein, bist du nicht. Aber ich habe jetzt wieder gut Energie gemacht. Alter, ist das heftig! Stirb, geh weg von mir! Kann es denn wirklich sein, dass beide dieselbe Lebensleiste haben und nicht ein tot geht? Das wäre ultra heftig. Ich komme gerade sehr gut damit klar, irgendwie. Wow, Feuer, nicht cool. Nein! Oh, fuck, sowas darf mich nicht treffen. Nur nicht nervös werden jetzt. Autsch. Munitionstechnisch geht's auch noch gut. Geht wirklich auch noch gut. Stirb. Oh, der eine ist tot. Oh, ja, 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 ja. Wehe, nachher kommen drei Stück. Wehe. Oh, du Fuckwurm, komm her. Fuckwurm, komm da raus. Und stirb! Yeah! Einfach zerrissen hier. Oh Gott, weg da. Du hast dasselbe Schicksal, mein Freund. Stirb! Stirb! Noch ein Schuss, komm. Und sag gute Nacht hier. Komm da raus. Was? Oh, oh, der ist auch nicht richtig gestorben, oder?
Moment, ich möchte mir jetzt das Vieh mal ansehen. Was, in Unterzahl kein Problem. Ich glaube, ich habe es geschafft. Erstmal das Monster will ich sehen. War das der Höllenwächter? Oh, das ist... Oh Gott. Höllenwächter. Könnt ihr wieder lesen, wenn ihr wollt. Wow. Habe ich den jetzt wirklich beim zweiten Mal geschafft? Und sogar, wenn zwei gleichzeitig da waren? Das war echt heftig. Alles einsammeln, bevor noch ein dritter kommt. Waffenpunkt erhalten! Scharfe Schmelztiegel abgeschlossen! Oh mein Gott! Leute! Das war jetzt ein ultra geiler Kampf. Verzeihung. Da! Das ist der Schmelztiegel, oder? Hergeben. Oh, was? Ja. Kettenaktivierung. Oh, ich werde zurückgeholt. Danke, Samuel Hayden. Und wir haben es geschafft. Boah, das war jetzt echt heftiger Bosskampf. Aber geil. Wir haben zwar nicht viel gefunden, aber alles, was relevant ist. Herausforderungen haben wir keine geschafft, aber auch das für mich gerade nicht relevant. Ich habe diesen Bosskampf geschafft beim zweiten Versuch. Obwohl ich nicht wusste, dass da nochmal zwei kommen. Aber, ja doch, man muss erstmal sehen, was er kann und dann geht's eigentlich. War völlig okay. Aber Leute, bevor wir weitermachen, würde ich sagen, war's das erstmal mit Doom. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.